Chief, yeah. You'd like to see some magic? You see, in the beginning, when God created man, Adam could go to God, and he could just talk with God in the garden. He could say, how are you, God? And God was there in the garden, and he could also talk with Adam. He could even speak Tagalog, kumusta ka na? Adam would say, mabuti, ayos lang. Yeah, I'm fine, no problem. And they always had a beautiful relationship. But the problem is, there was also the devil. And the devil said, do we really need to trust God? Do we really need to follow what he says? I think we can just more or less walk our own way. This beautiful relationship broke. Can somebody please take the scissor? And we see what happens. Just cut, okay? Hamburg ist eine große Hafenstadt mit täglich 20 bis 30 Containerschiffen, Frachtschiffen, die neu in Hamburg einlaufen. Und hier sind jedes Jahr 10.000 von Seeleuten, die durch den Hafen durchlaufen. Wir können hier wirklich auf viele Schiffe gehen und es macht unheimlich viel Spaß, diesen Menschen zu begegnen. Das ist der Schiffsbericht, der jeden Morgen per E-Mail kommt. Und hier sehe ich ganz genau, welche Schiffe in Hamburger Hafen eingelaufen sind. Die Uhrzeit ist angegeben, der Schiffsname, die Flagge des Schiffes und der Anlegeplatz des Schiffes, so dass ich ganz genau sehen kann, wo Schiffe liegen und wo auch welche Nationalitäten auf den Schiffen drauf sind. Ich wollte ja Bankkaufmann werden. Aber durch die mündliche Prüfung rasselte ich durch, habe dann als Schifffahrtskaufmann gearbeitet und über die Schifffahrt habe ich dann Interesse bekommen, mehr für Seeleute zu tun. Einfach diesen Seeleuten, die ich auf den Schiffen traf, berufsmäßig, diesen Seeleuten jetzt zu helfen. Ja, der Seemann hat ein ganz, ganz schweres Leben. Der Seemann ist in der Regel 9 Monate von zu Hause getrennt. Oft ist er mit verschiedenen anderen Nationalitäten zusammen, so dass er sich noch gar nicht mal richtig verständigen kann. Also auf Kreuzfahrtschiffen, um ein Beispiel zu nennen, sind oft bis zu 60 und 70 verschiedene Nationalitäten. Und da kann man sich sehr gut vorstellen, dass es für den Seemann nicht einfach ist, dort Fuß zu fassen, Gemeinschaft zu finden, sich wohlzufühlen. Das ist ja das Schöne. Seeleute freuen sich, wenn wir sie besuchen. Beim ersten Mal war das ganz faszinierend. Wir sind auf das erste Schiff raufgegangen, haben uns irgendein Schiff ausgesucht und ich weiß sogar noch, wie das Schiff hieß, Epimelia. Captain, yes, good morning, are you? So wonderful to see you here. Oh, you can't hear us. Just kidding. Yeah, great, thanks. Und dann haben wir uns zu den Leuten gesetzt, an die Tische, haben mit ihnen geredet über Jesus, haben ihnen Flyer gegeben, wo sie nachlesen konnten. Und das war faszinierend, auch zu sehen, die Offenheit der Seeleute, wie sie einfach zuhörten, wie sie mit uns im Gespräch waren. Und es hat meine Frau und mich auch sehr bewegt, als sie dann abfuhren und wir dachten, jetzt fahren sie aufs offene Meer raus und sind einsam auf dem Meer. Wer wird ihnen da begegnen? Das war hart. Seeleute sind in der Regel sehr, sehr gesprächsbereit, reden auch sehr gerne mit uns über den Glauben. Auch wenn das manches Mal kontrovers zugeht, das macht gar nichts. Aber sie sind doch sehr, sehr interessiert, mit uns über Glaubensdinge zu sprechen. Und im Gegenteil, sie lieben es sogar sehr, dass wir auch für sie beten, dass wir ihre Anliegen ernst nehmen und wirklich für sie da sind. Wir wollen ja nicht nur ihnen Evangelium geben und sagen, friss oder stirb, sondern wir möchten einfach ihnen helfen in ganz praktischer Art und Weise, damit sie Gottes Liebe wirklich in unserem Leben auch sehen können. Just cut, okay? See? Adam,
and God separated. And they tried to repair the relationship, you see? Like on the ship, you have a lot of repairs. Adam tries to come back to God, but you see what happens? He cannot come to God. And the Bible calls this sin. The moment you ask Jesus Christ, please forgive my sin, please come into my heart, He will change your life. And your life will be connected again, and your sin is taken away. Because He is the only way to God. We don't preach religion. We want to share about a person who has truly lived this world and who is still living, who is acting, who can change our life, and who wants to change your life as well. He loves you so much. Thank you very, very much for listening so patiently. Maraming maraming salamat. You're a very kind crew. So thank you for holding this rope. You don't want to lose it, huh? You want to keep this good relationship, right? Yeah. That's very good. Great. Wir haben immer wieder viele Seeleute zu uns zu Hause eingeladen und das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Da haben Frauen uns geschrieben, zum Beispiel, es ist noch nie passiert im Leben meines Mannes, der ist 10 Jahre zur See fährt, dass er privat nach Hause eingeladen wurde. Und als die Kinder jung waren, die Seeleute haben die Kinder auf den Arm genommen, sie haben sie geherzt, sie haben Spaß zusammen gehabt. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ich denke, für viele Seeleute war es so, dass sie auch wirklich Familie hier empfunden haben. Und viele haben gesagt, ihr seid meine, unsere Familie. Das ist unser Gästebuch, das wir angelegt haben, speziell für Seeleute, die uns besucht haben. Und dann haben sie hier was eingetragen. Guck mal, und der hier kommt aus Philippinen, wie so viele. Oh, hier aus Lagos, Nigeria. Boah, und Indien. Indien. Burma, das gibt es ja heute schon gar nicht mehr. Ist das nicht Myanmar? Ja, und dann Iran. Ghana, Kamerun, guck mal. Malediven sogar. Boah, war ja schon die halbe Welt hier bei uns. Wow, so viele verschiedene Seeleute. Ja, ich habe sehr persönlich erlebt, wie Jesus mein Leben verändert hat und was es in meinem Leben getan hat. Ich habe seinen Frieden, seine Liebe, seine Freude wirklich ganz persönlich erfahren, auch emotional sogar erfahren. Und ich merke einfach, dass viele Seeleute, wenn ich sie anspreche, dass sie sich danach auch sehnen, Geborgenheit zu haben, tiefen Frieden zu haben, eine Liebe zu erfahren, die sie eigentlich nicht kennen. Und das ist unser Wunsch, dass sie wirklich Gemeinde erleben, Gemeinschaft erleben und wirklich Jesus in ihrer Mitte haben.